lassen Sie es einfach. Generation Me, die Generation Ich, heißt ein Buch aus den USA, wo es um Narzissmus geht. Und an dieses Buch musste ich denken bei den Schlagzeilen der vergangenen Wochen und auch von heute. Anne Spiegel von den Grünen, Emilia Fester von den Grünen. Für mich sind das exemplarische Beispiele für eine neue Generation von Politikern bzw. Politikerinnen, bei denen die eigene Person massiv im Vordergrund steht und wo man den Eindruck hat, sie sind in irgendeiner Art und Weise postpolitisch. Anne Spiegel, das ist phänomenal. Die Grünen sind ja die große Moralpartei, sie sind die Moralapostel in jeder Hinsicht. Und dann stellt sich heraus, dass sie genau das Gegenteil verwirklicht hat. Eine Geschichte des Versagens von A bis Z, als diese schreckliche Flutkatastrophe passiert. Da macht sie sich erstmal Sorgen um das eigene Image, wie sie davon kommt, wie man anhand der Nachrichten von damals rekonstruieren konnte. Dann macht sie sich Sorgen ums Gendern. Dann fährt sie in den Urlaub und dann noch schlimmer, dann lügt sie und zwar wiederholt, hat Erinnerungslücken. Sie sagt bei dem Parteivorstand dann nicht, dass sie auch im Urlaub war, wie die Kollegin in Nordrhein-Westfalen, die auf Mallorca war. Sie kann sich plötzlich nicht mehr erinnern mit den Kabinettssitzungen, sagt, sie war da gewesen, dann war sie doch nicht da gewesen. Also genau das, was die Grünen früher immer den anderen vorwarfen und dann ihre Entschuldigungsrede. Und die fand ich unfassbar, weil da immer nur ich darum ging es. Da war in meinen Augen nichts Empathisches oder kaum etwas Empathisches zu hören. Da hatte man den Eindruck, nur Anne Spiegel ist das Opfer und nicht diese Menschen, die hier ihren Nächsten verloren haben, denen es an die Existenz ging. Ich habe. Und selbst die Entschuldigung am Schluss, die kam in meinen Augen nicht glaubhaft drüber. Ach, jetzt muss ich noch abbinden und dann eine gezwungene Entschuldigung. Da sieht sich jemand als Opfer. Und ich mache jetzt einen ungewöhnlichen Schritt, zu dem ich mich entschieden habe. Ich werde Ihnen jetzt einige private Details nennen. Und ich hatte mich dann entschlossen, wozu ich auch stehe, die Spitzenkandidatur für die Landtagswahl zu übernehmen. Ich hatte ab dem 1. Januar 2021 nicht nur das Familienministerium und die Spitzenkandidatur, ich habe auch das Umweltministerium geschäftsführend mit übernommen und ich habe diese Aufgabe sehr ernst genommen und ich bitte für diesen Fehler um Entschuldigung. Ich habe unmittelbar am Morgen nach der schrecklichen Flutnacht sofort einen Krisenstab einberufen. Und ich bin dann 10 Tage später aus den Gründen, die ich gerade geschildert habe, weil ich mich in der Abwägung entschieden hatte, dass ich an diesem Punkt für meine Familie da sein muss, in Urlaub gefahren. Ich war während des Urlaubs immer erreichbar. Jetzt überlege ich gerade noch, ob ich irgendwas. Jetzt muss ich es noch irgendwie abbinden. Ich möchte mich für die Fehler ausdrücklich entschuldigen. Und das steht für mich für diese Generation Me, Generation Ich und für diese Empathielosigkeit. Wenn man das umgekehrt betrachtet, muss Verständnis haben, dass Frau Spiegel überlastet war, 4 Kinder, der kranke Mann, da habe ich Verständnis. Das ist unschön, aber umgekehrt in so einer Situation, dann hätte man damals schon sagen müssen, ich schaffe es im Moment nicht, ich
braucht eine Auszeit, Erziehungsurlaub oder dergleichen, sich dann mal von der Politik verabschieden. Stattdessen hat sie noch mehr Verantwortung auf sich geladen, hat noch die Spitzenkandidatur genommen auf sich, obwohl sie das ja eigentlich nicht hätte müssen, und ist immer noch aktiver geworden. Und dann jetzt auch noch Bundesministerin, wenn sie es vorher schon nicht geschafft hat. Und ich wäre der Letzte, der dann den Stab über sie bricht. Natürlich diese enorme Doppelbelastung, aber es ist auch diese Lebenslüge, ja, als ob man das alles wunderbar planen könnte und alles ohne jegliche Reibungsverluste geht das alles nebeneinander. Es ist eben doch nicht so einfach. Und diese Lebenslüge, die ist hier in gewisser Weise heute zerplatzt. Und natürlich, wie immer, alle, die das kritisieren, das ist alles Hass und das sind alles böse, böse Rechte. Für mich steht diese Causa Anne Spiegel für dieses neue Modell von Politikern. Und der zweite Beleg dafür ist Emilia Fester, diese Rede im Bundestag. Was wirklich lächerlich ist, wenn Sie und Ihre Freundinnen der Freiheit sich einfach hätten impfen lassen, als die meisten von uns so vernünftig waren und diesen einfachen Schritt gegangen sind, dann wäre ich jetzt wieder frei. Ich fordere jetzt den Payback. Wir haben nämlich was gefunden, was uns schützen kann, und deshalb will ich meine Freiheit zurück. Ich will sie zurück. Sie erinnern sich wahrscheinlich daran, wo sie dann, ich will wieder frei sein, und auf eine fast schon hysterische Art und Weise, dass die Ungeimpften schuld sind an ihrer Unfreiheit. Und dann sagte sie Dinge wie die, sie konnte nicht mehr in die Uni und sie war nicht im Ausland. Ich hab innerhalb der vergangenen 2 Jahre aus Vorsicht und aus Rücksicht das Folgende nicht gemacht. Ich war nicht in der Uni. Ich war nicht im Ausland. Dann stellte sich heraus, sie war gar nicht an der Uni. Also sagen wir mal so, sie war nicht eingeschrieben, sie war nicht Studentin. Und dass Nichtstudenten nicht an die Uni können, das ist eigentlich etwas, was von der Logik her nicht ganz so ungewöhnlich ist. Und es stellte sich ja auch heraus, dass sie im Ausland waren. Da war auch wieder nur ich. Und postfaktisch, ja. Und als dann böse Rechte, Anführungszeichen, das aufgegriffen haben und sich echauffierten, dass sie ja gar nicht an der Uni war, dass sie ja doch im Ausland war, da gab es dann einen Shitstorm, da ging man dann in die Opferrolle und ja, der Hass gegen sie. Ja, wenn man so lügt, wenn man so dreist lügt, dann darf man sich vielleicht auch nicht wundern, wenn es Kritik gibt. Ja, bei Anne Spiegel ist in der Realität jetzt aufgestoßen. Sie ist ja auch Berufspolitikerin, da ist ja sonst eigentlich gar nichts. Also ich glaube, sie war nur 2 Jahre im Berufsleben und das ist auch das Problem. Also früher gestandene Politiker, die hatten noch einen normalen Beruf und die konnten auch wieder zurück und da ist dann nichts mehr. So jemand wie die Emilia Fester, da ist ja nichts außer der Politik und der Hypermoral, dieses anderen die eigene Moral beibringen. Und meine Lebenserfahrung, ich weiß nicht, wie geht's Ihnen, wie geht's euch? Interessant, diejenigen, die am stärksten immer die eigene Moral herauskehren, die erzählen, wie hochmoralisch sie sind und wie gut sie sind, die haben, so meine Erfahrung, meistens ein Problem damit, weil ein normaler Mensch, der damit keine Probleme hat, der würde da nicht selber ständig von der eigenen Moral sprechen. Es gibt im Russischen ein sehr böses Sprichwort oder Redensart dazu, die traue ich mich jetzt kaum zu bringen, nicht in unmittelbarem Zusammenhang zu sehen, das wieder als Warnung, da heißt es, niemand spricht so viel von der Moral wie Prostituierte. Also es geht hier nicht um Prostitution, das nochmal klar zu machen, aber dass diejenigen, die so viel von der Moral sprechen, oft ein Problem damit haben, das liegt in meinen Augen auf der Hand. Ja, kein fröhliches Thema heute, aber doch etwas, wo vielleicht, so hoffe ich, doch immer mehr Menschen sehen, dass da irgendetwas nicht stimmt mit vielen Volksvertretern, aber nicht mit allen, und dass wir da in eine schwierige Lage kommen können. Alles Gute, schauen Sie wieder rein, abonnieren Sie, bleiben Sie da, und hier sehen Sie das Passende heute, das die passende Kleidung, Denkpflicht statt Impfpflicht, in meinen Augen ein gutes Motto. Alles Gute, danke, ciao. Schauen Sie sich auch noch das Lauterbach-Video an, das ist das vorherige, dechiffriert, phänomenal wieder, was er da sich auf der Bundespressekonferenz geleistet hat, und auch Thilo Jung. Alles Gute, danke, ciao. Wir sehen uns ja, und als Nachklapp statt einem Witz eine schöne Bemerkung, die ich heute auf Twitter gelesen habe. Da sagte jemand, die Anne Spiegel war einfach nicht so schlau wie Olaf Scholz. Wenn sie so schlau wäre wie der, hätte sie gesagt, sie könne sich an nichts erinnern. Unser Bundeskanzler hat ja bei entscheidenden Dingen dann Erinnerungsschwierigkeiten. Alles Gute.
Danke, ciao.